Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir uns die verlorene Festung ein bisschen angesehen und sind auf die Ruinenwächter gestoßen, die wir schlussendlich auch besiegt haben. Und mir ist dabei was aufgefallen, wir haben uns, glaube ich, deren Seele noch gar nicht durchgelesen. Die Ruinenwächterseele. Die Seele des Ruinenwächters, einer Schöpfung des Wärters. Der Ruinenwächter ist körperlos, er ist lediglich eine leere Seele, die in einer Rüstung haust. So viel dazu. Das heißt, die Typen, die wir... die Typen hatten alle unterschiedliche Namen, aber im Endeffekt sind sie nur Seelen, die in einer Rüstung hausen. Frag mich, wer das gemacht hat und... Naja, ist ja schon ein bisschen böse. Moment, das ist das Falsche. Hier will ich hin. Und zwar bin ich zu den Dienstbotenquartieren. Denn wir wollen uns da ja jetzt auch noch ein bisschen umsehen, hatte ich ja schon gesagt. Das hatte ich ja beim letzten Mal jetzt ein bisschen kürzer gefasst. Weil ich erstmal das Bonfire haben wollte und mir mein Dingens fast kaputt geht. Das Reparaturpulver habe ich jetzt drauf. Aber jetzt wollen wir uns erstmal ganz kurz noch ein bisschen... Ist der hier eigentlich wieder? Ah ja. Tag auch. Wer explodiert denn da eigentlich immer? Der muss auf der anderen Seite sitzen, ja. Genau, denn hier wollen wir uns noch ein bisschen umsehen. Es gab hier noch ein Item zum Beispiel. Was ich erstmal nicht kriege, sehr geil. Na gut, aber hier unten können wir uns auch mal nochmal ganz kurz umsehen, denn es ist wieder so ein bisschen... Also ich muss sagen, ich finde das halt bei Dark Souls immer ein bisschen blöd. Also es gibt so Stellen, die kann man sehen und es gibt so Stellen, die kann man, finde ich, nicht sehen. Und na obwohl, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber die Wand sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist eine scheinbare Wand, aber ja, eigentlich auch bloß der Teil hier. Mal gucken. Da gibt es eine Leiter. Ich will bloß mal gleich gucken. Ich glaube, hier gibt es nämlich einige scheinbare Wände, wenn ich ehrlich bin. Deswegen checke ich die bloß mal ganz kurz ab. Ich glaube nämlich tatsächlich, hier gibt es mehr als nur eine scheinbare Wand. Aber ich finde halt, es gibt halt kein wirkliches... Das hier könnte eine sein, oder? Die sieht so ein bisschen abgeschnitten aus, aber scheinbar nicht. Hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Damit haben wir schon drei. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie viel es gibt. Ich wusste bloß, hier unten gibt es ein paar. Das waren wahrscheinlich jetzt alle, oder? Ja. Aber drei sind ja auch immerhin etwas. Und da gibt es auch noch ein Item. Und ich glaube, oben ist tatsächlich auch noch eine scheinbare Wand. Ja, hier wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen blöd, dass man... Also, ich fand halt in Dark Souls 1 immer die scheinbaren Wände am coolsten. Ist da noch eine scheinbare Wand hinter? Das kann doch nicht sein. Die scheinbaren Wände am coolsten. Hier ist gar nichts. Wo man halt sehen konnte, dass die da sind. Also zum Beispiel gab es diese eine in... Hier ist nichts drin, das ist ja komisch. Okay. Zum Beispiel gab es diese eine in... Ah, hier ist auch noch eine. Wieso klappt denn das manchmal nicht? Muss ich am genau richtigen Ort stehen oder wie? Ach, hier hat auch jemand gerade nette Nachrichten gelegt. Ja, zum Beispiel gab es diese eine in Anor Londo, wo man halt in den Raum dahinter schon gucken konnte. Und dadurch wusste, dass da eine scheinbare Wand sein muss. Ansonsten ist hier auch noch eine. Nee, hier ist, glaube ich, keine. Nee, das macht keinen Sinn, weil wir können ja hier links rein. Frage ist, ist hier noch eine? Hier. Es gibt tatsächlich auch unsichtbare Gegner. Da dachte ich, vielleicht meinen die das jetzt angreifen, aber stille. Ach, vielleicht meint er auch einfach bloß, dass man, weil man, das muss man fairerweise sagen, man kann nicht mehr, Wände öffnet man nicht mehr durch Angreifen, wie ihr gesehen habt. Man muss da an der entsprechenden Stelle drücken. Ja, okay. So viele Wände einfach. So, hier holen wir uns erstmal auf jeden Fall noch die Truhe. Ich sollte wieder dran denken, dass ich ja das Schild ausrüsten muss. Stille, das ist ein Zauber, so wie es aussah, oder? Ich meine, eigentlich wollen wir die uns ja später angucken. Ja, ist ein Wunder. Gucken wir uns später an. So, jetzt bin ich auch hier, sehr schön. Da gibt es drei Heimatknochen. Und das kann man tatsächlich auch sehen. Und das weiß ich auch nicht, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Von der Ferne kann man diese scheinbare Wand sehen. Aber fragt mich nicht, ob das ein Bug ist oder ob das gewollt ist. Muss ich mal ehrlich sagen. Weil es wirkt super komisch. Es wirkt fast so, als wäre die scheinbare Wand da hinten einfach nur nicht geladen, wenn ich so weit weg bin. Dass ich eine zu hohe Weitsicht habe und dadurch diese scheinbare Wand sehen kann. Habe ich so fast so ein bisschen das Gefühl, muss ich sagen.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Das sieht sehr, sehr komisch auf jeden Fall aus. So, rötliches Wasser, wofür war das denn nochmal? Was machte das denn nochmal? Da. TP und Zaubereinsätze. Oh, das ist quasi ein guter göttlicher Segen. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal geklärt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle mitgenommen habe, muss ich ehrlich sagen. Mega wichtig war es jetzt eh nicht, wenn wir mal ehrlich sind. So, und dann sehen wir uns mal um. Wir haben jetzt zwei Wege, die wir gehen können. Wir können einmal hier runter. Oh, hier ist ja dunkel, ey. Ach, guckt mal, wer da schon wieder ist. Der will schon wieder was von mir, der Typ. Junge, diesmal bin ich ja noch stärker als die letzten Male. Hier kann man bloß nicht ganz so stark kämpfen. Hier hat man nicht so viel Platz, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich meine, wenn er den Angriff trotzdem macht, habe ich damit kein Problem. Eins, zwei und drei. Sehr schön. Ja, inzwischen machen wir den ja ganz gut fertig, muss ich sagen. Ich weiß gerade gar nicht, ich habe ja gesagt, den begegnet man öfter, ob der mit der Zeit auch stärker wird. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gerade gar nicht. Alter, 6600 Seelen. Aber wir haben auch den komischen, man muss dazu sagen. Und glitzerndes Titanit. Ich mache mir bloß mal kurz eine Fackel an. Wir haben ja auch den Silberschlangenring. Dadurch kriegen wir ja nochmal extra Seelen. So, ich mache mir nur mal kurz eine Fackel an. Ach, guck mal, da ist sogar ein Beschwörungszeichen. So ein kleines. Dann sehen wir hier unten auch was. Nett. Na, also. Große Keule, das ist eine Waffe. Ah, ich weiß nicht, Keulen sind jetzt nicht so mein Fall. Oh, eine Truhe. Mhm. Priesterglocke. Damit können wir Wunder wirken. Apropos Wunder, ich könnte ja auch mal... Ich habe meinen Zauber noch gar nicht reingesetzt, ich Vollidiot. Ah, wir haben keinen Pharos Wahrheitsverkünder. Das ist natürlich gerade ein bisschen schade. Ich glaube, wir können bei der Alten einen kaufen, weil ich glaube, dafür brauchen wir mehr Seelen, oder? Wenn ich mich nicht irre. Wir können mal ganz kurz nach Majula. Ich glaube, bei der Alten können wir einen Pharos Wahrheitsverkünder kaufen. Ich glaube, der kostet 10.000 oder gar 15.000, wenn ich mich nicht irre. Der ist auf jeden Fall ziemlich teuer gewesen, das weiß ich. Da auch. Ich meine, man findet auch noch welche, aber... Mal kurz gucken. Ah nee, sogar nur 4.000. Ja, dann nehme ich das Ding noch. Danke. Bitte, bitte, kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, benutzen wir den auch gleich. Warte mal, bevor ich es wieder vergesse, jetzt hau mal das Heilenwunder hier rein. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich das jedes Mal vergesse. Haben wir die Glocke eigentlich schon ausgerüstet? Bin ich mir gerade nicht sicher. Kommt der blöde Verfolger jetzt eigentlich nochmal wieder? Ich meine, sind kostenlose Seelen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit. Ja, die Glocke habe ich sogar schon ausgerüstet. Na gut. So, mal schauen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der Verfolger jetzt wiederkommt. Weil man den, glaube ich, nie töten kann. Ah, okay, doch. Das ist ja schön. Dann müssen wir den hier wenigstens nicht mehr bekämpfen. So, und da, genau, finden wir da eine scheinbare Wand. Die muss man dann wiederum einschlagen und da kommen wir zum Mondturm. Oh, und da sitzt auch erstmal einer. Tag auch. Na, der freut sich ja. A long time ago, the princess Shimon. Yes, just like so. To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul and dead, or you'll be a goner. Alter, wie er sich freut, ey. Alter. Geht's dir auch noch gut oder so? You wish to guard the bell,
Will ich das? Ach komm, wir machen es einfach mal. Das Ding ist, das hier ist ein Gebiet. Es gibt eine Glocke, das haben wir schon gehört. Siegel des Glockenhüters. Es gibt... Alles klar, Kollege. Sein Kunde. Ansonsten geht's dir gut, oder? Was ist hier übrigens? Der freut sich viel zu stark. Ich glaube, übrigens, falls ihr es gesehen habt, das Gebiet hier heißt ja der Mondturm. Es ist natürlich nicht schwer anzunehmen, dass es auch einen Sonnenturm noch gibt. Und das ist ja, falls ihr euch erinnert, in Dark Souls 1 war das ja schon mal so ein Teil, dass der Mond symbolisiert quasi das Weibliche und die Sonne das Männliche. Und das ist, glaube ich, auch das, was der hier immer mit dem Prinzen und der Prinzessin meint. Wir haben halt den Mondturm und den Sonnenturm. Okay. Ja, ja. So, was es hier im Prinzip auf sich hat, er hat ja schon gesagt, wir sollen die Glocke bewachen und im Prinzip funktioniert das so. Ach komm, wir können es ja mal ausrüsten, wir gucken dann, ob wir weitermachen. Im Prinzip funktioniert das Ganze so, wenn hier jetzt jemand halt eindringt, dann werden wir, wenn wir ein Glockenhüter sind, gerufen, um die Eindringlinge zu verscheuchen wieder. Also wir invaden damit quasi. Ich glaube, da muss ich von irgendwie oben kommen. Wir invaden dann quasi. Und ich glaube, wenn wir halt kein... Greifen die mich trotzdem an? Oh ja. Okay. Die greifen mich trotzdem an. Und ich glaube, wenn wir halt kein Glockenhüter sind, dann werden wir auch invaded. Es kann auch sein, dass wir trotzdem invaded werden, selbst wenn wir kein Glockenhüter sind. So, es gab hier irgendwo einen Punkt. Genau hier ist das, glaube ich, wo es sich lohnte, runterzufallen. Und hier finden wir... den blauen Tränensteinring. Das ist der Ring, wenn wir wenig Leben haben, dann kriegen wir weniger Schaden. Eigentlich ganz cool. Und hier haben wir noch ein Skeptiker-Gewürz. Na gut. So viel dazu. Mal gucken, vielleicht werden wir ja gerufen. Ich glaube, also so rein vom PvP sind wir, glaube ich, nicht so gut. Ich will nur mal kurz gucken, das ist ein Schlag. Ich habe die Dinger noch gar nicht ausprobiert. Ich dachte immer diese... Ah, da kann man sogar jemanden beschwören. Ich dachte persönlich immer, diese Katanas hätten noch einen Angriff, womit man direkt parryen kann. So ein Angriff, der gleichzeitig ein Parry ist. Bin mir ja nicht sicher. Ich weiß noch in meinem... Oh, der hält sogar ein bisschen mehr aus. Ich weiß noch, in meinem ersten Durchlauf sind wir halt auch hier rein und ich habe halt mich nicht entschieden, die Glocke zu bewachen und ich wurde gleich mehrfach invaded und hatte schon gar keinen Bock mehr auf das Gebiet. Also ich sag mal, ich kann empfehlen, dass man hier auf jeden Fall... Wow, ganz ruhig, Kollege. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, hier... Ich glaube, hier lohnt es sich nicht runterzufallen, ne. Und hier der Nebel... ist verschlossen. Also ich kann hier empfehlen, der Glocke beizutreten, wenn man das Gebiet einfach nur untersuchen will. Wenn man invaded werden will, ist das sicher ganz hilfreich, das nicht zu tun. Wobei ich halt ehrlich gesagt... Oh, Tag auch, Freunde. Wobei ich halt ehrlich gesagt auch nicht weiß, wie aktiv das überhaupt gerade ist, das Gebiet. Also, ich gebe halt fair zu. Das ist natürlich auch schon eine... Oh, da bin ich genau reingerannt. Das war nicht so clever. Ist ja eine Weile her. Ich meine, inzwischen gibt es ja Dark Souls 3. Oh, Glockenhüterbogen. Ist ja eine Weile her jetzt also alles und... deswegen kann es natürlich sein, dass hier das ganze PvP nicht mehr ganz so stark ist. Wobei, wir haben ja viele Nachrichten gesehen. Also es könnte sein, dass es hier tatsächlich noch ein bisschen PvP gibt.
Ich würde jetzt aber ehrlich gesagt nicht drauf setzen, muss ich ehrlich sein. So, ich will erstmal bloß die ganzen Typen hier fertig machen, bevor die mich noch irgendwie nerven. Wir können ja eigentlich mal ganz kurz die Glocke benutzen. Ich meine, da wir nicht viel Glauben haben, bringt die uns jetzt auch nicht so viel, aber immerhin etwas. So, hier war irgendwo gerade noch eine Truhe, hatte ich gesehen. Genau hier. Schimmernder Lebensstein. Oh. Dämmerungskraut. So, war ja ansonsten noch was. Die Typen haben wir erledigt. Da war noch ein Hebel, den will ich natürlich auch gleich betätigen. Dann machen wir das doch mal. Damit haben wir die Glocke geläutet. Und dann geht's jetzt abwärts. Und ich würde fast sagen, wie sieht meine Waffe aus gerade? Die geht noch. Ah, guck mal, und jetzt wird das hier auch geöffnet. Ich würde fast mal sagen, wir packen mal ein bisschen Zeug auf unsere Waffe, denn da kommt ein Boss und die Musik kennen wir. Das sind die Gargoyles. Oh, danke. So, und das sind diesmal sogar noch ein paar mehr Gargoyles. Aua. Das tat weh, Freunde. Ja, das sind 3 Gargoyles jetzt schon. Richtig nice. Wo ist denn der, den ich schon... Ah, da ist er. Na, geil. Ah. Ich meine, 2 Gargoyles sind ja noch nicht schlimm genug gewesen, ne? Müssen ja 3 Gargoyles werden. Auch Mist, der lebt sogar noch ganz knapp. Oh, was? So, du erstmal tschüss. Dann mal ganz kurz den. Und das Problem ist, selbst wenn man einen besiegt, kommt halt gleich der nächste. Das ist echt nicht schön hier. Das ist echt überhaupt nicht schön, dieser Kampf. Na geil. Freunde, das finde ich gar nicht geil, was ihr hier tut. Das sind einfach zu viele noch. Ich muss die erstmal ein bisschen runterkriegen hier. Erstmal ein bisschen schwächen alle. So, und jetzt ist mein Buff auch schon ausgelaufen. Oh, den habe ich ja sehen können von da hinten. Wow, was hat mich denn jetzt getroffen? Okay. Jetzt brauche ich auf jeden Fall Lebenssteine. Ein bisschen Feuer. Kommt jetzt schon den 4. Gargoyle? Nee, ich dachte schon. Okay. Dem Feuer erstmal ein bisschen ausweichen. Vielleicht mal einen Lebensstein. Oh doch, es sind schon 4 Gargoyles. Wollt ihr mich verarschen, Freunde? Ach, und jetzt speien die auch noch riesig Feuer die ganze Zeit. Nice. Ah, Mist. So, einer tot. So, jetzt brauche ich erstmal ganz kurz ein bisschen Abstand, Freunde. Ich hab den getroffen? Was? Wie hab ich denn das gemacht? Ist ja fast wie bei Binding of Isaac hier. Wo man einen treffen kann, wenn er eigentlich schon über einem ist. Aber ich vergesse immer... Mist. Ich vergesse immer, dass die ja... dass die ja nicht so zurückschrecken wie die normalen Gegner hier. Okay, das ist auf jeden Fall... Boah, das wird schwer. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon machen wollen, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen mehr Damage wäre da schon ganz schön. Wobei, ich war ja recht gut dabei. Ich glaube, der Trick ist es bei dem Boss tatsächlich... Ich glaube, es kommen neue Gargoyles, je nachdem, wie viel Schaden man insgesamt gemacht hat. Und wenn man halt... Und wenn man halt die Gargoyles schnell besiegt, dann hat man, glaube ich, immer nur 3 maximal. Aber ich weiß es halt auch nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich könnte jetzt hier auch eigentlich durchlaufen, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Also es ist machbar. Ich glaube, man muss wirklich versuchen, die schnell zu besiegen. Die Gargoyles ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. So, sehr schön. Ist ja immer einfacher gesagt als im Endeffekt getan. Mal gucken. Ich kann aber auf jeden Fall ja nochmal... Hat er was fallen lassen? Nee. Ich denke, ich packe mir aber auf jeden Fall nochmal die Magie drauf. Davon habe ich eh genug. So, und dann probieren wir es nochmal an. Ich meine, ich könnte auch ein Schild benutzen noch, ne?
Fängt er gleich mit einem Angriff an? Yo. Nice. Puh, das war knapp. Erstmal da meine Seelen holen. So, ich will wirklich mal versuchen. Oh, shit. Jetzt habe ich einen aufgeweckt. Das war nicht so geil. Ah. Das war überhaupt nicht clever. Jetzt habe ich einen noch zusätzlich aufgeweckt. War ja ohnehin noch nicht schwer genug. Und wenn ich es wieder blöd hinkriege, habe ich gleich wieder 4 Gegner. Oh, warum kriege ich das denn nicht einmal hin, da mir zu merken, dass ich erst ausweiche und dann den Boss angreife? Das war ein guter Treffer. Ich glaube, da habe ich 2 auf einmal getroffen. Jetzt kommt Feuer, ist nicht so geil. Na komm, greif an. Nicht mit eurem Feuer, Freunde, ist nicht so geil. Wisst ihr, was geil wäre? Ah, Friendly Fire wäre geil. Und mit Fire meine ich wirklich Feuer. Friendly Fire. Wow. Ah, ist doch kacke gerade hier, Freunde, was ihr macht. Schön, 2 getroffen. Und da kommt der 4., ehrlich. Oh, 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 oh. Da kommt der 4. Sehr schön, einer besiegt. Damit sind es wieder nur 3. Lebensstein. So, einer von denen ist ziemlich angeschlagen. Der da, der gerade Feuer speit auf dem Boden. Der da ist noch recht fit. Den will ich vielleicht noch nicht. Ah, Mist. Oh, Freunde. Nicht so geil. Jetzt kommt schon echt der 4. wieder. Weil wir mich verarschen. Mist, er lebt noch. Und jetzt haben die ja noch Blitzangriffe. Ach, ehrlich, muss das jetzt ein 4. noch sein? Ja, der ist fast tot. Ich glaube, viel mehr können doch gar nicht mehr kommen. Ah, das ist nicht der, der fast tot ist. Das gibt's doch nicht. Ich war mir jetzt so sicher, dass das der wäre. Oh, der ist es auch nicht. Alter, 4 Gegner sind ja, ist ja schon ein bisschen übertrieben, oder, Freunde? Wo ist denn der Angeschlagene? Ich würde erstmal einen gerne besiegen. Da hinten. Der hält sich aber auch echt mies in der Ecke, der Typ. Jawohl, erwischt. So, jetzt war doch noch einer recht angeschlagen, der da. Ja, aber die halten sich halt auch echt im Hintergrund jetzt, ne? Und speien nervig Feuer. Au, warum hat denn das jetzt so viel Schaden gemacht? Ach, der hat mich, glaube ich, doppelt getroffen, ne? Jetzt verbrauche ich ja meine ganzen Lebenssteine. Das da ist der. Weg. Sehr gut. So, jetzt haben wir nur noch 2. Das sollte ich ja jetzt hinkriegen. Die sind beide ungefähr gleich stark noch. Ja, der ist ein bisschen niedriger. Aber auch nicht viel, um ehrlich zu sein. Was? The fuck? Och, come on, Freundchen. Komm, hör mal auf mit dem scheiß Feuer. Warum muss es denn die ganze Zeit Feuer sein? Jetzt speien die nur noch Feuer. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja überhaupt nicht nervig gerade. Wenn der von oben jetzt auch wieder Feuer speit, na großen Dank auch. Sehr schön. So, jetzt sollten wir es auch aber hinkriegen. Nice. Und das war's noch nicht. Die speien ab einem bestimmten Lebensenergie fast nur noch Feuer, kann das sein? Boah, anstrengend, ey. Ach, der hat keinen
keinen Kopf, deswegen greift er nicht an. Boah, ich muss halt sagen, ich fand halt schon immer die normalen Gargoyles immer recht stark. Man muss fairerweise sagen, hier sind wir jetzt deutlich höheres Level, als wenn man in Dark Souls 1 normalerweise die Gargoyles bekämpft. Aber dass man hier gleich gegen 4 kämpfen muss, finde ich halt schon ein bisschen echt, also muss ich halt mal sagen, ist halt schon ein bisschen krass. Aber ich meine, im Endeffekt ist es ein optionaler... Oh Gott. Im Endeffekt wollte ich gerade sagen, ist es ein optionaler Boss. Bist du eine Mimik? Das heißt... Warum sind ja so viele gestorben? Ritualband des Südens gucken wir uns gleich an. Da vorne ist nämlich ein Bonfire. Sehr schön. Im Endeffekt... ist es halt ein... was wollte ich sagen? Genau, es ist ein optionaler Boss. Das heißt... es ist natürlich nicht so wild. Man kann ihn jederzeit machen. Das ist ja auch das, was man theoretisch bei den Gargoyles in Dark Souls 1 sagen kann. Man kann sie nicht jederzeit machen, aber man kann sie recht spät machen. Deswegen ist das eigentlich deutlich besser. Ich glaube ganz ehrlich, ich kaufe mir erstmal ein paar Lebenssteine. Weil die werde ich brauchen. Ich meine, ich will mir keine 94 jetzt gleich kaufen. Also 40 wäre schon toll, ehrlich. So, sowas in der Richtung. Dann haben wir wenigstens schon mal ein paar. Und dann steigen wir gleich nochmal auf. Und zwar, ganz ehrlich, wir hauen dann mal gleich Intelligenz weiter hoch. Dann sind wir jetzt auch bei Intelligenz auf 12, das ist schon mal geil. Dann können wir vielleicht auch da bald den ersten Zauber wirken. Blöde Frage, habe ich noch große Titanitscherben? 2 Stück, das reicht glaube ich nicht für plus 6. Nee, das reicht nicht für plus 6. Wir können uns ja mal... Obwohl, das machen wir noch nicht jetzt. Ich würde sagen, wir gucken uns nur noch ganz kurz den Mondturm an. Weil ich glaube, da ist nicht mehr viel. Und dann geht's ab in Richtung... beziehungsweise dann gucken wir uns die ganzen Items an, die wir gefunden haben. So. Oh, geil. Die sehen mich von da unten. 2, 4... Oh Gott, 6 Stück, ehrlich. Das wird schwer. Okay, aber sie sind One-Hit, das ist schon mal gut. Und jetzt invadet noch jemand. Jetzt invadet noch jemand, das ist nicht so geil. Oh Gott, hier ist ja noch ein Hund. Hallo, ich wollte ein Estes nehmen. Und zack. So. Ich habe keine Ausdauer mehr, hä? Hör auf, Junge. Ich muss erstmal die Hunde loswerden. Ah, das ist wieder ein NPC übrigens. So, erstmal den komischen Hund da fertig machen. Sehr gut. So, und jetzt können wir uns mit dem NPC anlegen. Da nehme ich vielleicht sogar mal lieber ein Schild. Bei denen weiß man nie. Ich muss aufpassen. Die können ja... soweit ich weiß... Was? Da ist er tatsächlich rausgerollt. Die können ja mir auch den Schild wegschlagen. Die halten so mega viel aus. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Dann habe ich Zeit für ein Estes. Und wieder ein Backstep. Nice. Sehr gut besiegt. Lief doch diesmal besser als beim letzten. Oh, anstrengend die Typen immer, muss ich sagen. So, und hier finden wir einen Drachenzahn, versteinertes Etwas und einen Leuchtkäfer. Ist keine scheinbare Wand, oder? Nee. Nee. Drachenzahn ist, glaube ich, die Waffe von Havel. Leuchtkäfer. Und was war das letzte? Irgendeinen Stein, glaube ich. Und damit sind wir nämlich eigentlich mit dem Mondturm auch schon fertig. Ich glaube, im originalen Dark Souls gab es hier damals sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr, nämlich, einen bestimmten Schlüssel. Ich glaube, diesen uralten Schlüssel, den wir gefunden haben, den gab es damals hier noch. So, ich würde sagen, ich lege mal das Ding jetzt wieder ab. Und ich könnte einen blauen Tränen. Was ist denn das Ritualband? Erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Dies ist einer der Geheimschätze von Aldia. Achso, wisst ihr was? Ich glaube, das lesen wir uns gleich alles durch. Ich packe mir erstmal wieder den Ring an. Ich glaube, jetzt kann ich sogar nochmal leveln. Und dann lesen wir uns wieder die Item-Beschreibungen noch ein bisschen durch von den Sachen, die wir gefunden haben. Und dann, ja, sind wir damit auch soweit fertig erstmal. Das ist doch schon mal schön. So.
Stärke und Geschick sind wir schon recht gut dabei. Dann gehen wir mal noch weiter hier in den Villen. Sehr gut. Von dem Rest kann ich mir nochmal Lebenssteine kaufen. Ich glaube, da kann ich mir nochmal 3 Stück kaufen. Sehr gut. So. Und dann habe ich jetzt auch erstmal ein paar Lebenssteine, damit das eine Weile hält. Und dann brauchen wir jetzt nicht zum Mondturm, dann machen wir jetzt wieder zurück zur verlorenen Festung und von da werden wir dann jetzt in die andere Richtung gehen. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Jetzt lesen wir uns noch die Itembeschreibung durch und sehen dann mal weiter. Gucken wir doch mal. Also, wir haben auf jeden Fall einen Drachenzahn gefunden, das weiß ich. Haben wir hier irgendwas Neues? Gelbes Kraut, Dämmerungskraut, das ist alles für Zaubereinsätze. Rötliches Wasser unbekannter Herkunft. Na gut, einige nennen es rotes Weihwasser, doch nicht jeder betrachtet es als heilig. Sonst irgendwas Interessantes? Haben wir die mal angeguckt? Eine gefleckte Frucht stärkt vorübergehend die Giftresistenz. Diese alltägliche Frucht ist geschmacklos, doch in einem erbitterten Gefecht kann sie über Leben und Tod entscheiden. Da haben wir einen Leuchtkäfer. Ein kleiner Käfer, der Licht verströmt. Leuchtkäfer sollen die Toten besänftigen und sind im Sumpfland auf dem Weg zur Gruft der Untoten anzutreffen. Wer kurz vor dem Tod ein Leuchtkäfer ist, erhält im Augenblick seines stärksten Leuchtens kurzzeitig enorme Kraft, wird von verirrten Abenteurern oft als letzter Ausweg benutzt. Von denen gab es, glaube ich, auch welche im Intro. Rostige Münze. Ja, und mit denen macht man sich's halt ein bisschen einfacher. Dann die Seele des Turmgargoyles, das waren ja ein paar. Die fein gearbeiteten Steinstatuen des Turms sind auf mysteriöse Art und Weise zum Leben erwacht. Der Rest ist ganz normal. Skeptiker-Gewürz, ein Gewürz mit merkwürdigem Aroma. Ein Zauber verlangt Hingabe vom Wirkenden, doch dieses Gewürz ermöglicht es, einen Zauber mit einem um eins verringerten Willen zu nutzen. Funktioniert nur mit der Unterstützung einer bestimmten Person. Mhm. Gewürz erhöht euren Willen nicht, sondern senkt die Anforderungen. Ach, versteinertes Etwas hatten wir noch gefunden. Ein unbekanntes versteinertes Objekt, angenehm zu berühren, trotz seines Aussehens. Ganz sicher ein seltenes und seltsames Ding, doch ohne bekannten Zweck. Was wir damit noch machen können, werden wir später sehen. So, haben wir hier irgendein tolles neues Schwert. Chikatana. Also wir haben auf jeden Fall die große Keule. Gut, eine große hölzerne Keule. Durchaus keine elegante Waffe, sondern ein schwer bestialisches Teil, das Schildabwehr mit Leichtigkeit durchbricht. Der Drachenzahn. Ein riesiger Drachenzahn, der als Großhammer benutzt wird. Dieser Zahn ist so robust wie ein Felsblock und soll von einem Drachen stammen. Ob das stimmt, ist nicht erwiesen. Er enthält jedenfalls mystische Kraft und macht seinen Träger gegen Magie und Feuer resistent. Effektresistenz gegen Magie und Feuer, ja. Das ist ja die Waffe von Havel dem Fels gewesen. Und der hatte ja auch das Wunder erschaffen, oder doch, das Wunder war es, glaube ich, der Magieresistenz oder des Magieschildes oder sowas. Kurzbogen, Glockenhüterbogen, stimmt, den hatten wir gefunden. Was braucht denn der für Anforderungen? Von den Glockenhütern verwendeter Holzbogen bedarf aufgrund seines niedrigen Gewichts nicht viel Stärke. Die Glocken symbolisieren verbotene Liebe. Die Glockenhüter, ihre treuen Wächter, sind stets bereit, Eindringlinge zu vernichten. Bis in alle Ewigkeit müssen sie bewachen, diese entschlossenen, unglückseligen Marionetten. Dann haben wir hier eine Priesterglocke gefunden. Heilige Glocke, die hochrangigen Klerikern gewährt wurde. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Drang Lake war die Heimat vieler Kleriker, doch König Wendrick schätzte ihre Kraft nicht sonderlich und sah sie lediglich als Teilnehmer an Ritualen. In dieser Hinsicht war Drang Lake kein guter Ort für ambitionierte Kleriker. Ja, schade, ne? Stehen hier nicht die Anforderungen gleich? Das wäre viel einfacher. Das ist doch doof. Na gut. Ich glaube, einen neuen Schild hatten wir auch. Ich glaube, es war der Zielschild, den wir gefunden haben. Ne? Kleiner Metallschild mit Ausbuchtung. Kleine Schilde sind äußerst leicht und lassen sich mühelos einsetzen. Dafür sind sie aber nicht allzu stabil, wenn man angegriffen wird. Die Ausbuchtungen in der Mitte des Schildes sollen Angriffe zur Seite abwehren und das Parieren erleichtern. Ja. Ich glaube, ansonsten rüstungsmäßig haben wir nichts Neues gekriegt. Ringe haben wir halt noch ein paar. Der blaue Tränensteinring. Dieser Ring ist mit einem Tränenstein besetzt. Er reagiert, wenn der Träger in Gefahr gerät und erhöht vorübergehend dessen Abwehr. Kaitha, die Göttin der Tränen, beweinte jene, die Geliebte verloren haben, mit reinen blauen Tränen. Es heißt, der Stein in diesem Ring sei eine solche Träne. Oh. Kaitha, die Göttin, und das Ritualband des Südens. Dies ist einer der geheimen Schätze von Aldia, von dem werden wir auf jeden Fall noch hören. Erhöht die Anzahl der Zauber, welche aufgenommen werden können. Dieser schlicht aussehende Ring enthält sehr mächtige Magie. Es ist unvorstellbar, welche unfassbare Taten vollbracht werden mussten, um ihn zu erschaffen. Man erinnert sich nur an das grausamste Schicksal der Bewohner Aldias. Ach, das ist ein Land. Ich dachte gerade, es ist eine Person gewesen. Sie meinen die Person. Also es gibt auch... Oder hieß die anders?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht habe ich dann den Namen einfach falsch im Kopf. Dann ist das ein Ort gewesen. Dies ist der Ring des Eids des Glockenhüters. Leistet diesen Eid und tragt diesen Ring, um automatisch in die Welt eines Eindringlings im Reich der Glockenhüter beschworen zu werden. Die Doppelglocke symbolisiert das Band zwischen zwei Liebenden, die niemals vereint sein konnten. Die Glockenhüter sind ihre ewigen Wächter. Denn das ist ihre Liebe, das ist ihr Fluch. Ja, nochmal der Hinweis, dass es noch einen zweiten Turm gibt. Stille. Ein Zauber, der heimliche Aktivitäten vereinfacht, verringert vor allem alle vom Wirker verursachten Geräusche. Die östlichen Länder von Myrrha sind nicht nur die Heimat von stolzen Rittern, es existiert ebenfalls ein traditioneller Orden von Schattenrittern, die im Stillen Unaussprechliches vollführen. So, Pfeile, aha. Schlüssel hat man keinen neuen gefunden. Ich würde mal sagen, ich kann ja mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt immer das Uchigatana benutzt, aber vielleicht können wir mal bald das Dranglake-Schwert benutzen. Was brauchen? Das braucht 25 Stärke. Das kann ich noch nicht mal mit zwei Händen führen. Ich glaube, dann skill ich beim nächsten Mal so, dass wir vielleicht mal das Dranglake-Schwert führen können. Dann können wir, dafür brauche ich, lass mich kurz rechnen, brauche ich 17 Stärke. Das heißt nur zwei Level-Ups. Dann werde ich das vielleicht auch mal ein bisschen verstärken. Gucken wir mal. Gut, ich würde aber sagen, das war's von mir und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn es weitergeht, durch die verlorene Festung. Gucken wir mal, was wir hier sonst noch finden. Bis dahin, ciao.